herzliches Willkommen hier in der Runde allen und natürlich unserem Hauptgast heute, unserem Kanzleramtsminister Helge Braun. Lieber Helge, schön, dass du es möglich gemacht hast, heute die Veranstaltung digital mit uns durchzuführen. Das Thema soll heißen Corona und die Folgen. Wie werden wir die Krise meistern? Wir stecken alle ein Stück weit in dem Thema sehr weit drin. Wir haben gerade eine aktuell sehr pandemisch schwierige Lage. Wir sind in einer kritischen Situation, gerade auch wenn man sich die Zahlen in Sachsen anschaut, im Vergleich auch ein Stück weit zu anderen Bundesländern. Wir sind mitten in der Pandemiebekämpfung, haben gestern eine sehr gute Nachricht, wie ich finde, erhalten, dass der erste Impfstoff zugelassen ist und wir jetzt auch gut in die Impfungen gehen können. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt bei der Pandemiebekämpfung. Parallel dazu sind es natürlich die Wirtschaftshilfen für die betroffenen Unternehmen, für die Einzelhändler, für die Betriebe, für die Vereine, die wir sehr hochgefahren haben, gerade noch mal im November und im Dezember und auch weiterfolgend dann im ersten Halbjahr 2021. Einer, der damit immer sehr viel zu tun hat und der natürlich dann auch die gesamten Koordinierungen zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzleramt und zwischen Bund und den Ländern aktiv mitgestaltet, ist unser Kanzleramtsminister Professor Dr. Helge Braun. Er ist sozusagen der wichtigste Mann gerade eben in dieser ganzen Corona-Bekämpfung. Er ist aber nicht nur Kanzleramtsminister, sondern er ist auch Bundestagsabgeordneter und er ist von Hause aus auch Arzt. Von daher hat er, glaube ich, auch da eine, ja, es ist eine gute Kombination, würde ich jetzt mal sagen, bei diesem doch sehr schwierigen Thema, weil er auch die fachliche Expertise als Arzt dazu natürlich mit einbringen kann. Liebe Helge, vielen Dank, dass du heute da bist und ich würde dir jetzt als erstes das Wort geben und ja, herzlich willkommen bei der Veranstaltung Mag was trifft. Dank dir. Ja, dann erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit zur Diskussion und als auch unsere Vorsitzende der Gruppe der Frauen im Bundestag in unserer Fraktion ist Yvonne Magwast eine, auf die man immer sehr zählen kann. Und ich hoffe, Sie wissen, was für eine Bundestagsabgeordnete Sie da haben. Können Sie jedenfalls, wie ich finde, sehr, sehr stolz drauf sein, an so führender Stelle im Bundestag vertreten zu sein. Ja, was die Pandemie angeht, will ich vielleicht ist, glaube ich, eins klar. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen da so gut durchkommen, wie es nur eben möglich ist. Und das in allen verschiedenen Dimensionen. Die gesundheitliche Dimension, die wirtschaftliche und natürlich auch die soziale Dimension einer solchen Krise. Und Corona ist ganz anders als Krisen, die wir früher erlebt haben. Also wenn man jetzt mal an die griechische Staatsschuldenkrise denkt, da hat man sich zwar ein bisschen Sorgen vielleicht gemacht über die Frage, was die Sicherheit von Alterssicherung oder Vermögen angeht, aber das war doch, hat unseren Alltag sehr wenig direkt beeinflusst und man konnte auch sehr wenig tun. Und diese Krise ist eben dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr, sehr viel Stress in unserer Gesellschaft auslöst, weil sie das Leben von jedem Einzelnen von uns echt verändert hat und neue Herausforderungen für jeden und neue Sorgen hervorgebracht hat. Das Ziel, was wir als Bundesregierung haben, ist, gut durchzukommen. Und deshalb ist die erste Frage, die am Anfang sich ja immer viele gestellt haben, wie viel Infektionsgeschehen können wir eigentlich gut vertragen? Und ich glaube, das ist inzwischen deutlich klarer geworden, dass hohe Infektionszahlen kaum unter Kontrolle zu halten sind und dass hohe Infektionszahlen früher oder später eben zu einer Situation im Gesundheitswesen führen, die eine massive Überlastung bedeuten. Und das hat zweierlei Aspekte. Einmal wirklich die Arbeitsbelastung des Gesundheitspersonals. Und ich habe selber lange auf einer Intensivstation gearbeitet.
Wenn man unter hoher Arbeitsbelastung mit vielen infektiösen Patienten arbeitet, dann steigt auch die Gefahr, dass man Fehler macht. Fehler zu Lasten des Patienten, aber auch Fehler zu Lasten der eigenen Sicherheit. Also die Ansteckungsgefahr für medizinisches Personal steigt auch, wenn die Arbeitsbelastung hoch ist. Das ist sozusagen etwas, was wir vermeiden müssen. Aber genauso wie wir sozusagen die hohen Todeszahlen und die Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden wollen, wollen wir natürlich auch wirtschaftlich gut durch die Krise kommen. Und da hat es am Anfang viele Diskussionen gegeben, ob das vielleicht ein Widerspruch ist, ob sozusagen eine gute gesundheitliche Lage zu einer schlechten wirtschaftlichen Lage führt und umgedreht. Aber ich glaube, wenn man jetzt international schaut, diejenigen Länder, die am besten durch die Krise kommen im Hinblick auf niedrige Infektionszahlen, sind auch gleichzeitig die Länder, die wirtschaftlich den geringsten Einbruch haben. Und das, glaube ich, kann man insofern auch sich ganz gut ableiten, denn eine größere unternehmerische Investition oder eine größere Konsumausgabe, die tätigt man dann, wenn man das Gefühl hat, man hat wenig Sorgen um die Zukunft und eine positive Zukunftsaussicht. Und je unklarer und je schwieriger die Lage ist, desto eher gibt es auch Kaufzurückhaltung, umso eher gibt es eine Investitionszurückhaltung. Und deshalb glaube ich, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist, dass wir versuchen, die Infektionen so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten. Das ist uns im Sommer erkennbar leichter gefallen als jetzt im Winter. Und man muss deutlich sagen, Yvonne Marquas hat das eben gesagt, wir sind jetzt in einer sehr schwierigen Lage in der Pandemie, weil wir deutschlandweit die höchsten Zahlen haben, die wir je zu irgendeinem Zeitpunkt hatten. Und wir haben eigentlich auch deutschlandweit schon Überlastungsphänomene im Gesundheitswesen. Und das heißt, es darf jetzt nicht mehr sehr viel passieren. Und deshalb sage ich das sehr deutlich, wenn ich mir die Urlauberströme, die jetzt ins Ausland fahren, weil wir die Beherbergung im Inland untersagt haben, anschaue, obwohl das alles Risikogebiete sind, sehe ich das mit großer Sorge. Und auch das bevorstehende Weihnachtsfest ist ja ein Moment, wo Familie aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands sich trifft. Und da haben wir eigentlich eine sehr klare Aussage zugetroffen. Wir haben nämlich gesagt, das kann grundsätzlich schon gehen. Ich glaube, das Weihnachtsfest ist für viele einfach sehr, sehr wichtig. Aber das muss gut vorbereitet sein. Das heißt, man muss in dieser Woche seine Kontakte absolut runterfahren und mit der Familie sich sehr weit zurückziehen, damit man sicher nicht infiziert ist. Und dann kann man es als sozusagen Konsequenz auch verantworten, dass man Verwandte, ältere Verwandte an Weihnachten trifft. Wenn man das nicht macht und sozusagen ein normales Infektionsrisiko hat, dadurch, dass man noch arbeiten gehen musste, dadurch, dass man sehr viele Kontakte hatte, dann ist das etwas, wo wir von der Grippe wissen, dass die große Grippewelle kommt eigentlich immer im Januar, weil sie sich über die Familien an Weihnachten so richtig verbreitet. Und deshalb stehen wir jetzt vor Weihnachten mit hohen Zahlen und einer gewissen Sorge, dass das Geschehen um Weihnachten die Situation noch mal verschärft, bevor dann unsere Beschränkungen, der Lockdown, die Kontaktreduzierung dann im Januar richtig greifen. Das ist keine sehr schöne Lage. Ich glaube, Sie haben das auch mitbekommen, dass ich seit Anfang Oktober schon gesagt habe, ich hätte lieber früher mehr gemacht. Dabei wären wir mit relativ niedrigen Zahlen ins Weihnachtsfest gegangen, dann wäre die Lage jetzt natürlich entspannter. Aber trotzdem gucke ich positiv ins nächste Jahr, denn auch das ist eben schon bei Yvonne Marquas angeklungen, mit sehr viel auch Unterstützung und Bundesgeld ist der erste ordentlich zugelassene Impfstoff weltweit ein deutscher Impfstoff. Von der Firma BioNTech, der zugleich auch noch einer ist, der mit einer 95-prozentigen Wirksamkeit sehr, sehr, sehr gute Daten hat. Und das macht uns die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr aus der Krise rauskommen. Aber ich glaube nicht ganz so schnell, wie manche sich erhoffen. Das Erste ist, wir kriegen jetzt am Anfang erstmal sehr überschaubare Impfmengen.
Das heißt, das gesundheitliche Personal, also diejenigen, die wirklich Covid-Patienten aktiv auf sie zugehen müssen, sind natürlich diejenigen, die zuerst geimpft werden sollten und hochbetagte Menschen, die ein hohes Risiko haben, wenn sie sich infizieren, zu versterben. Das führt aber jetzt noch nicht dazu, dass wir die Infektionsdynamik im Land unterbrechen. Die Infektionsdynamik geht nämlich eher von den mittelalten Bevölkerungsgruppen aus. Also so von 20 bis 40, das sind diejenigen, die stark für die Verbreitung des Virus sorgen. Und solange wir die nicht impfen, wird also die Impfdynamik erhalten bleiben. Und solange müssen wir also noch die ganzen Regeln, die wir haben, beibehalten. Und deshalb müssen wir auch umgedreht darauf achten, dass es der deutschen Wirtschaft gut geht. Dazu haben wir ja die Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht und haben auch für große Unternehmen die Beteiligungsmöglichkeiten, für kleinere die Überbrückungshilfen, also jetzt ein sehr breit gespanntes Netz, mit dem wir versuchen, dass nach Möglichkeit alle funktionierenden Unternehmen auch die Krise durchstehen können. Klar ist, dass der Staat so eine Krise nicht ungeschehen machen kann. Das heißt, heftige Spuren in den Unternehmen wird es trotzdem geben. Das kann man niemandem versprechen, dass der Staat die Kraft hat und in der Lage ist, das alles ungeschehen zu machen. Aber ich glaube, wir haben eins auch deutlich gesagt, solange die Krise andauert, werden wir sie auch durchhalten mit unseren Maßnahmen. Für die Beschäftigten das Kurzarbeitergeld und für die Unternehmen dann darüber hinaus eine sehr breit jetzt gefasste Kostenerstattung für das, was sie an fixen Kosten eben in der Krise nicht runterfahren können, bei sinkenden Umsätzen. Das ist eigentlich jetzt so unser Weg und am 27.12. wollen wir dann mit dem Impfen beginnen und wenn es gut läuft, dann haben wir im dritten Quartal so viel Impfstoff, dass wir eine Situation bekommen, dass wir jedem in Deutschland eine Impfung anbieten können. Das wäre sehr gut, weil wenn wir jedem die Chance gegeben haben, sich zu impfen, dann können wir auch sozusagen zur Normalität zurückkehren, weil dann muss jeder sein Infektionsrisiko selber tragen. Und Beschränkungen, wie wir sie momentan haben, sind dann etwas, was man nicht mehr braucht. Aber ich denke schon früher, also in den Monaten April, Mai, das haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen, wenn der Sommer kommt, dann hilft uns das auch. Und deshalb werden wir schon früher auch auf zahlreiche Beschränkungen verzichten können, weil einfach die saisonale Situation sich deutlich entspannt. Aber ich rechne schon damit, dass jetzt der Januar und der Februar nochmal zwei schwierige Monate werden. Und im Endeffekt hängt es von uns allen ab, wenn wir die Pandemie ernst nehmen, diese Abstandsregeln einhalten und das auch sozusagen durch eine Reduzierung der Menschen, die wir privat treffen. Denn das wissen wir auch. Momentan ist der größte Teil oder der größte Einzelblock an Ansteckungsumständen, das ist der private Bereich. Da fühlen wir uns sicher, weil wir uns nicht vorstellen können, dass irgendwie vom besten Freund, von der Nachbarin oder von den eigenen erwachsenen Kindern, die jetzt zu Besuch kommen, eine Gefahr ausgehen könnte. Aber tatsächlich ist es so, die meisten stecken sich im familiären Kontext und im Freizeitkontext an. Das heißt, auch da muss man vorsichtig sein. Und ich weiß, das ist irgendwie so völlig gegen das normale Verhalten. Und deshalb ist es auch so schwer, so eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Was uns aktuell noch sehr beschäftigt, ist die mutierte Variante aus Großbritannien, wo wir jetzt eine sehr solide Auswertung von den britischen Behörden haben, die also davon ausgehen, dass die vielleicht bis zu 70% noch ansteckender ist als die Varianten, die wir hier in Deutschland haben. Und das würde natürlich auch die Situation der Ausbreitung nochmal erschweren. Deshalb haben wir jetzt die Flüge nach Großbritannien eingestellt, in der Hoffnung, die Ausbreitung dieser Mutation nach Deutschland für möglichst lange Zeit aufhalten zu können. Ganz verhindern wird man es, so sagen es zumindest die Experten, wahrscheinlich nicht können. Aber bis dahin sollten wir gut gewappnet sein. Die Pflegeheime durchgeimpft haben,
Und auch ansonsten eine Situation mit deutlich niedrigeren Zahlen und gut ausgestatteten Gesundheitsämtern haben, dann kommen wir da gut durch. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die aktuelle Lage und glaube genügend Feuer für eine breite Diskussion. Vielen herzlichen Dank, Helge Braun. Und ich schaue gleich mal in die Runde, wer denn sozusagen der Eisbrecher ist und auch die erste Frage stellen möchte, beziehungsweise auch gern auch eine persönliche Einschätzung geben möchte. Ich sehe ja hier den einen oder anderen, mit dem ich in den letzten Wochen auch sehr viel Kontakt hatte, und die sicherlich auch Fragen haben. Also von daher gerne. Anne Vogel, du hast erklärt, wie das funktioniert mit dem hier Kommentaren und Hände und. Genau, aber ich kann es gerne auch nochmal sagen. Also Sie haben die Möglichkeit zum Handzeichen. Genau, Helge Braun hat es gerade vorgemacht, danke. Sie fahren dann einfach rechts bei der Teilnehmerliste, gehen Sie mit Ihrer Maus auf Ihren Namen. Dann kommt Ah, dort ein Handzeichen und da klicken Sie. Ach, jetzt kommen ja schon welche. Ich schalte mich dann mal wieder stumm. dann fangen wir mal an. Ich sehe hier Jörg Menke, gefolgt von Lutz Neumann. Und es wäre schön, wenn jeder am Anfang kurz sagen könnte, aus welchem Kontext er stammt. Lieber Jörg. Hallo, hallo in die Runde. Hallo, Herr Braun. Mein Name ist Jörg Menke. Ich bin Unternehmer mit der Firma Blue Vision Media Networks und wir sind im Bereich Veranstaltungstechnik unterwegs. Bevor ich meine Frage stelle, muss ich eine kleine Einführung geben, weil sonst kann ich die Frage nicht stellen. Die bezieht sich auf die Novemberhilfe und deren Auswirkungen. Nach der Winterpause, die für uns Januar, Februar bedeutet, wo halt unser Geschäft traditionell schlecht ist, warteten wir auf das Frühjahr, dass es wieder losgeht. Was dann geschehen ist, wissen Sie ja, erstmal Abschaltung, faktisches Berufsausübungsverbot bis Ende August mit der Hoffnung, dass es vielleicht im September wieder losgeht. Es ist irgendwie losgegangen mit den unterschiedlichsten Hygienemaßnahmen, die ich glaube, unsere Branche hat sehr gut bewiesen, wie wir Veranstaltungen umsetzen können und so weiter. Haben selbst auch eine durchgeführt mit der Beschränkung mit 212 Besuchern. Leider kamen nur 50 aus diversen Gründen. Unser Break-Even liegt bei 450 Teilnehmern an der Veranstaltung. Also wir haben sie trotzdem durchgeführt. Dann kam, also Sie wissen ja, was dann alles danach kam. Jetzt kommen wir zur Novemberhilfe. Wir haben jetzt die Situation, dass sie halt dann, also die Bundesregierung gesagt hat, festgelegt hat, dass alles geschlossen wird. Okay. Es wird allen unkompliziert geholfen auf der Basis der Vorjahresumsätze. Jetzt kurz drei, vier Zahlen. Vorjahresumsatz aus Dienstleistungen circa 17.000 Euro. In diesem Jahr Umsatz im November circa 2.000 Euro. Normal erstmal Umsatz und dann ist es uns gelungen, eine Technik zu verkaufen. Umsatz 33.000 Euro, Materialeinsatz, Einkauf 35.000 Euro. Wenn Sie das jetzt miteinander verrechnen, zum Vorjahresumsatz bleibt da erstmal ein Minus. Das heißt, unterm Strich bekommen wir 0 Euro Novemberhilfe, weil einfach dieses Berechnungsmodell komplett an der Lebensrealität von zumindest unserer Branche vorbeigeht. Man argumentiert, dass Gastronomie und so weiter zu ist, ist klar. Wer zu ist, hat keinen Umsatz, hat auch keinen Materialeinsatz. Aber wir haben ja doch ein bisschen Geschäft oder versuchen Geschäft zu machen. Das führt uns jetzt dazu, dass wir im November komplett nichts bekommen. Und dazu meine Frage, hat man sich darüber Gedanken gemacht? Warum bringt man so lebensferne, so lebensfremde Maßnahmen auf den Weg und lässt uns dann alleine stehen? Heute, noch ganz kurz, heute kommt eine Rechnung von meinem Vermieter, der im Übrigen auf viermal bitte keine Miete reduziert. Er möchte nach wie vor die Miete und die haben wir bisher auch immer pünktlich bezahlt. Jetzt liegt mir die Nebenkostenrechnung auf dem Tisch mit der Bitte noch Zahlung vor Jahresende.
Also ich hoffe, dass ich unsere Situation mal ganz kurz an dem einen Beispiel schildern konnte. Die Situation ist natürlich noch viel größer. Vielleicht noch letztes Wort dazu. Wir akzeptieren alle Maßnahmen. Wir tragen die mit und wir verstoßen auch, soweit es geht, gegen nichts im Privatbereich, im beruflichen Umfeld und so weiter. Und wir werden auch nicht uns die Reichsfahne nehmen und uns vor den Reichstag stellen. Also das wird nie passieren. Das kann ich Ihnen versprechen. Aber irgendwann ist unsere Luft zu Ende. Das ist wirklich zu Ende. Und mit der Aussicht, dass es vor Mai, Juni nicht wieder losgeht, möchte ich wissen, wie wir das überstehen sollen. Vielen Dank. Sollen wir sammeln, Helke, oder möchtest du? Ja, vielleicht immer so zwei, drei zusammen, genau, wäre vielleicht gut. Schönen guten Tag, mein Name ist Lutz Neumann. Ich bin hier in Plauen Direktor der Staatlichen Studienakademie, die Teil der Berufsakademie ist. Und wir haben Studierende in ausschließlich dualen Studiengängen. Schwerpunkt ist bei uns der Gesundheitsbereich. Wir haben also Studiengänge im betriebswirtschaftlichen Bereich für die Krankenhäuser und natürlich auch für den medizinischen Bereich. Wir bilden Physician Assistants, Arztassistenten aus. Wir sind natürlich genauso wie alle etwas überrascht im März davon getroffen worden, dass wir hier den Studienbetrieb ad hoc einstellen mussten und haben natürlich auch versucht, Lösungen zu finden. Im Unterschied zu allen anderen Einrichtungen haben ja unsere Studenten Praxispartner. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, unsere Studenten gleich in die Krankenhäuser zu schicken, um in den Krankenhäusern zu unterstützen und die erste Welle da abzufangen. Das hat sehr gut funktioniert und unsere Studierenden haben da auch letztendlich mitbekommen, wie schwierig es ist, in so einer Krisensituation in einem Unternehmen zu arbeiten, was sicher eine wichtige Lebenserfahrung ist. Ich will nur sagen, die Bedingungen, die ja gerade geschildert worden in den Dienstleistungsbereichen, sind natürlich ungleich schwerer. Wir hatten den Vorteil, dass wir technisch bestens ausgestattet sind. Ich sitze auch jetzt vor einem Videokonferenzsystem, was wir glücklicherweise Ende letzten Jahres angeschafft hatten und sozusagen voll einsatzbereit waren zum Corona-Beginn. Wir konnten ab Ende April, Anfang Mai unsere Lehre wieder aufnehmen und unter Hygienebedingungen dann auch einen großen Teil in Präsenz durchführen. Und das ist etwas, was ich vielleicht auch nochmal hier betonen möchte. Es ist trotz aller Schwierigkeiten, wenn sich alle an die Regeln halten, möglich, zum Beispiel auch Lehrbetrieb durchzuführen oder in Unternehmen zu arbeiten. Voraussetzung ist eben, dass sich wirklich alle daran halten. Und sobald einer dagegen verstößt, hat man dieses Infektionsgeschehen, was Sie beschrieben haben, Herr Braun. Und hier haben sich unsere Studierenden vorbildlich verhalten. Wir haben in der ganzen Zeit keinen aktiven Fall hier im Haus gehabt. Und da kann ich Ihren Appell nur unterstützen, dass wir wirklich alle uns daran halten, weil umso schneller ist es auch für die Veranstaltungs- und die Dienstleistungsbranche wieder möglich, aktiv zu werden. Und ich finde das Agieren, so wie bisher seitens der Regierung agiert wurde, sehr gut. Und ich denke, dass wir mit diesem bedachten und sorgfältigen Handeln auch relativ gut durch die Krise kommen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Professor Neumann. Ich würde vielleicht noch den Volker Kramer gleich mal hinzunehmen. Hallo, Volker Kramer ist mein Name. Ich bin engagiert in einem Fußballverein der Region und dort mehr oder weniger im Wettbewerb betroffen mit professionell spielenden Vereinen. Wir sind semi-professionell aufgestellt und so vermute ich jetzt mal vergleichbar auch mit vielen Angestellten in der Hotellerie, in der Gastronomie. Wir haben Minijobber bei uns angestellt. Ich kenne vielfältige Fördermöglichkeiten, auch im aktuellen Bereich jetzt die Unterstützung mit Kurzarbeitergeld. Das hilft vielen sehr. Aber ich denke, in der Gastronomie ist es zum Beispiel auch typisch, auch im Handel und so weiter, dass Menschen im Minijob angestellt sind, eine wichtige Aufgabe übernehmen. Ich glaube, sonst würde vieles bei uns nicht funktionieren und nicht klappen und Belastungen würden auf andere abgelegt werden, wenn wir unsere vielen Minijobber nicht hätten. Wir haben sie auch als Fußballspieler zum Beispiel und im Vergleich zu anderen Vereinen, die das ganz professionell in dieser Liga betreiben, die Kurzarbeitergeld kriegen und damit im Moment abgefangen werden, sind wir einer der Vereine, die in dieser Zwischenstellung sich befinden, die Angestellte im Minijob-Verhältnis haben, die ohne Unterstützung bleiben. Also der Verein ist zur vollen Zahlung
verpflichtet. Und so geht es, glaube ich, sicherlich auch vielen anderen in Gastronomie, Hotellerie und Ähnlichem. Und meine Frage geht dahin, ob es Aussicht gibt, dass diejenigen, die davon betroffen sind, auch in irgendeiner Form der Förderung mit unterstützt werden können. Vielen Dank. Dann gebe ich mal zur Beantwortung an dich, Helge. Ja, sehr gerne. Also vielleicht zunächst die Novemberhilfe. Da muss man klar sagen, es ist natürlich eine ganz komplizierte Gemengelage gewesen. Also ich kann erklären, warum es so ist, wie es ist, aber das wird natürlich auch nicht jeden Unternehmer dann glücklich machen. Es liegt im Grunde daran, dass wir mit im Grunde das Instrument der Überbrückungshilfen erarbeitet haben. Das ist relativ präzise. Da werden die tatsächlichen Kosten, die man unvermeidlich hat, obwohl der Umsatz gesunken ist, in Angang gebracht. Und dann kann man auf der Grundlage sehr präzise helfen. Ich glaube auch, dass die Überbrückungshilfe 3, die jetzt ab 1. Januar flächendeckend gilt und zum Teil sogar rückwirkend schon jetzt ab dem 16. Dezember, eine Menge Probleme löst. Allerdings hatten wir Anfang November den Eindruck, und das haben Sie ja eben auch bestätigt, dass ein solches Antragsverfahren wie bei der Überbrückungshilfe, wo man sehr viel darlegen muss, welche Kosten man hat, wo der Antrag geprüft werden muss, man damit rechnen muss, dass die Auszahlung der Gelder schon gar nicht im gleichen Monat, vielleicht auch gar nicht schon im Folgemonat, sondern deutlich verspätet erfolgt. Und da hatten der Wirtschafts- und der Finanzminister große Angst, dass das dann dazu führt, dass Unternehmen schon in die Insolvenz geraten, einfach durch den zeitlichen Verzug unserer Hilfen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen überbrückend für den November und haben dann später auch gesagt, na gut, auch noch für den Dezember, für die Maßnahmen diese Umsatzerstattung der Novemberhilfe und dann der Dezemberhilfe, weil es einfach hauptsächlich mit dem Argument, dass über die Umsatzsteuervoranmeldungen des letzten Jahres wir die Informationen über die Umsatzsteuerhöhe erstens dem Unternehmer direkt vorliegt, zweitens dem Finanzamt auch direkt vorliegt und wir deshalb ein unglaublich einfaches Auszahlungsverfahren machen können, was jetzt auch insofern gelungen ist, als Peter Altmaier einen Algorithmus hat, dass also wer den Antrag jetzt stellt, kriegt den ersten Abschlag vollautomatisch quasi sofort. Das ist nur möglich gewesen, weil man so eine einfache Berechnungsgrundlage gewählt hat. Aber die ist natürlich keine sehr gerechte. Also wenn Sie sozusagen durch den Verkauf von irgendwelchen Beständen bei Ihnen einen hohen Umsatz haben, fällt das bei so einem einfachen System natürlich in der Tat erstmal durch den Rost durch. Und deshalb braucht man es eigentlich ein deutlich, sagen wir mal, feiner ausgearbeitetes Hilfensystem, was eben solche Besonderheiten auch mit berücksichtigt. Das geht eben nur mit Kontrolle und deshalb im Kern über die jetzt erweiterten Überbrückungshilfen, wo wir übrigens im Bereich der festen Kosten auch Dinge wie Leasingverträge und anderes akzeptieren, also Dinge, die auch wertschöpfend sind. Insofern glaube ich, haben wir eine gute Grundlage und wir haben auch die Höhe, weil ja auch einige gesagt haben, die 50.000 Euro, die wir als Monatshöhe da hatten, reicht nicht aus. Die haben wir ja jetzt auch nochmal auf 200.000, in besonderen Fällen sogar auf 500.000 Euro erhöht. Also ich glaube, dass damit hoffentlich vieles besser ist und auch der notwendige Umsatzrückgang, der da zugrunde gelegt wird, um den Zugang zu haben, liegt auch nicht bei 75%, sondern, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 30, also deutlich niedriger. Was das Thema Studierende angeht, und bedanke ich mich auch sehr, Neumann, für Ihren Bericht. Ich kann nur hoffen, und das ist auch fast schon die Antwort auf Herrn Kramer, wir haben momentan in den Pflegeheimen wirklich eine schlimme Situation deutschlandweit. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir jetzt eine gemeinsame Aktion machen und alle die wir da gewinnen können, dazu bringen, dass sie zum Beispiel
in Pflegeheimen aushelfen, um Schnelltests durchzuführen. Jens Spahn hat jetzt eine Verordnung gemacht, dass das auch Angelernte unter Aufsicht eines Arztes machen können. Wobei Aufsicht eines Arztes muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der die ganze Zeit hinter denen steht, sondern der muss eben verfügbar sein, wenn was irgendwas ist. Und deshalb würde ich mir auch jetzt wieder sehr wünschen, dass zum Teil Medizinstudierende, Studierende aus den ganzen Gesundheitswissenschaften, aber vielleicht eben auch diejenigen, die jetzt, wir haben ja so eine Hilfe für minijobbende Studierende, aber lieber als dass wir denen sozusagen Hilfe dafür zahlen, dass sie zur Couch-Potato werden, würden wir es lieber sehen, wenn sie irgendwo bei der Bewältigung der Krise mithelfen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob irgendwie in der Schalte auch ein Landrat oder ein Gesundheitsdezernent ist oder sowas, aber wir müssen unglaublich viele solcher Leute, die jetzt einfach das, was sie gerne tun, was sie als Aushilfe tun, was sie in der Gastronomie tun, nicht tun können. Eigentlich können wir die alle gebrauchen, um in den Gesundheitsämtern Kontaktnachverfolgung zu machen und Schnelltests in den Pflegeheimen. Wenn wir das hinkriegen für die nächsten 8 bis 10 Wochen, dann hätten wir der Krise wirklich ganz massiv die Stirn geboten. Vielen Dank. Aber ich glaube, Lutz Neumann, Sie sind auch schon im Beritt mit unserem Landratsamt und mit unserem Gesundheitsamt. Da ist auch die Bundeswehr, in unseren Pflegeheimen ist die Bundeswehr jetzt auch mit aktiv. Also da ist auch schon sehr viel Unterstützung gelaufen, auch über Landesbeamtinnen und Beamte, die in den Landratsämtern sind. Und Herr Neumann, Sie wollten, glaube ich, noch kurz was sagen, aber Sie sind, glaube ich, auch im Beritt mit dem Landrat dazu. Ja, wenn ich kurz, also wir stehen natürlich in Kontakt mit dem Landratsamt. Ich habe ja auch gesehen, Frau Pisser ist mit dabei. Wenn jetzt Bedarf noch besteht, Unterstützung in Schnelltests jetzt hier im Landkreis, könnten wir natürlich auch Studierende, die bei uns dann hier zum Studium sind, durchaus mit zur Verfügung stellen. Ich werde auf jeden Fall aufs Landratsamt, Gesundheitsamt nochmal zugehen. Gerade unsere Physician Assistants, die ja dafür ausgebildet sind, für die haben wir ja wenig Anlernbedarf, die könnten das ja ganz schnell machen, würden wir natürlich gerne im Bedarfsfall mit unterstützen, damit wir möglichst schnell diese Tests durchführen können. Das wäre super, Herr Neumann, weil ich hatte ein Stück weit auch eine Diskussion mit Herrn Dr. Drechsel dazu, wie es denn aussieht mit Schnelltests, weil ich glaube auch, dass Schnelltests auch ein Stück weit ein Mittel sind, um für den einen Tag oder für den Moment zumindest Sicherheit zu haben, in den Pflegeheimen auch die Möglichkeit des Besuchs zuzulassen, sodass das Thema Einsamkeit auch nicht noch mehr negativen Gewicht gewinnt. Und ich glaube, das Landratsamt bräuchte da noch mehr Unterstützung, was das Thema Schnelltests anbelangt, weil die haben bis jetzt soweit meine Informationen, da noch keinen größeren Stab dazu aufgebaut. Aber ich glaube, es wäre notwendig und es wäre ein wichtiges Mittel, weil auch bei mir zumindest viele Fragen von Unternehmen ankommen, die vielleicht auch gern einen Schnelltest bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen wollen. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt mit wäre. Und wenn wir da nochmal gemeinsam auch auf Herrn Dr. Drechsel zugehen könnten, wäre das super. Gerne, gerne. Ich habe jetzt weitere Fragen und da würde ich als erstes mal den Herrn Thomas Krause nehmen. Herr Krause, lieber Helge Braun, ist ein Unternehmer aus dem Vogtland, der eine innovative Uhr entwickelt hat. Und das wird er kurz mal berichten. Er hat sich auch schon ans Kanzleramt dazu gewandt und auch ans RKI. Und vielleicht, Herr Krause, können Sie 2, 3 Worte noch mal dazu sagen und wie jetzt auch der Stand ist und ob wir da noch weiterhelfen können. Na klar, vielen Dank, Herr. Also mein Name ist Thomas Krause. Ich bin selbstständig in der Firma 4.0 Automation und bin eigentlich im Feld der Industrieautomatisierung unterwegs, also Digitalisierung von Maschinen, Retrofit, Dashboards, Mitarbeiterführung, Ordnungssysteme, alles, was man so unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammenfasst, das sind die Sachen, wo ich dann den Firmen
helfe und die unterstütze dort mit eigenen Systemen und mit Beratung, dort ihre Produktion zu automatisieren. Und mit dem ersten Lockdown im Frühjahr habe ich mit Partnern angefangen, ein Frühwarnsystem für Infektionen zu entwickeln, das jetzt auch tatsächlich die ersten Erfolge vorweisen kann. Das ist ein System, das mit einer, kannst vielleicht auch kurz in die Kamera halten, mit einer Armbanduhr, also klar, ich trage sie natürlich logischerweise auch selber, die ist speziell dafür entwickelt worden, eine sehr genaue Temperaturmessung durchführt, Körpertemperaturmessung, also um 0,1 Grad genau, und das und diese Messung minütlich durchführt, so dass wir also eine sehr genaue und sehr feinmaschige Messkurve bekommen und dadurch auf sehr, sehr zeitige Reaktionen des Körpers auf Einwirkungen, Infektionen und so weiter aufmerksam werden. Und wir können dadurch mit, ich sag mal, intelligenten Algorithmen, teilweise selbstlernend, wirklich die Immunreaktion des Körpers schon mitbekommen, noch lange bevor derjenige selbst irgendetwas merkt. Also wir hatten jetzt verschiedene Fälle, wo wir Magen-Darm-Infekt als auch jetzt tatsächlich Corona-Fälle bereits 1 bis 2 Tage nach der mutmaßlichen Ansteckung erkennen konnten. Ja, also erste Symptome hatten diese Leute dann erst eine Woche später, wo das dann aufgetreten ist. Und das bringt natürlich die Möglichkeit mit, dass wir hier den blinden Fleck, den wir jetzt eigentlich haben, weil wir ja erst relativ spät wirklich gesichert mitbekommen oder überhaupt den Verdacht bekommen, dass jemand irgendetwas hat, natürlich deutlich zeitiger mitbekommen. An diesen Stellen haben wir es auch wirklich hinbekommen, dass diese Leute, die es in dem Moment betroffen hat, auch, ich sag mal, noch vor irgendwelchen anderen Anzeichen ihre Kontakte haben reduzieren können, Termine abgesagt haben und. So dass im Endeffekt, nachdem dann das Ergebnis endlich kam, sich das Gesundheitsamt im Plauen sehr gefreut hat, dass er zumindest in diesen Fällen, was die Kontaktnachverfolgung betrifft, keine Aufwendungen hatten, weil wir hier im Vorfeld schon ganz klar sagen konnten, wir wussten es schon länger, wir haben hier schon alles reduziert. Und dieses System, das haben wir auch tatsächlich schon natürlich auch versucht, in die Politik und in die Wissenschaft mit reinzubringen. Ja. Das Ganze war zum Beispiel bei der Frau Baumann im Kanzleramt schon mit. Die hat das dann weitergegeben an das RKI. Dort hat sich der Herr Brockmann das kurz angesehen. Der hat das dann weitergegeben an die Firma Thrive, die also auch diese Corona-Datenspende-App mitentwickelt hat und. Und irgendwo versagt das Ganze dann immer. Also es ist, ja, wir haben es weitergegeben, ja, wir haben es weitergegeben. Und irgendwo bleibt es dann hängen. Von der Firma Thrive haben wir dann gar keine Unterstützung, also gar keine Reaktion mehr bekommen. Wir waren auch schon zum Beispiel beim Uniklinikum in Dresden. Da hat uns die Geschäftsführung extra wegen diesem System selber eingeladen, ja, die das also unwahrscheinlich spannend finden. Und ich bin der Überzeugung, dass wir mit diesem System ein sehr, sehr mächtiges Tool zur Verfügung haben, mit dem wir nicht nur Corona, sondern eigentlich grundsätzlich Infektionen oder Ausbreitung von Infektionen eindämmen können. Weil einfach die Leute viel früher wissen, dass irgendwas ist und mit Verhalten und so weiter natürlich eine Ansteckung reduzieren können. Und ich bin der Meinung, das sollte man eigentlich in die gesamten Strategiepläne, nachdem wir nun endlich diese Möglichkeit hier haben, irgendwo auch mit reinbringen. Und ich würde mir auch noch etwas mehr Unterstützung auch von offizieller Seite erhoffen, vielleicht auch Kanzleramt oder andere Stellen, Herr Braun, dass man das Ganze vielleicht auch wirklich mit wissenschaftlichen Studien hinterlegen kann, dass man das bei Verordnungen mit berücksichtigt. Ja, wir haben jetzt in Sachsen zum Beispiel die Regelung, mit der ich völlig d'accord gehe, Besuch im Altersheim nur mit positiven Schnelltest. Völlig richtig, Risiko minimieren. Könnte man aber auch zum Beispiel sagen, ja, wenn derjenige mit so einem Überwachungssystem ausgerüstet ist und dort nachweisen kann, dass er heute gerade nicht infektiös ist, prima, dann kann er auch rein oder bei anderen Sachen, ne? Dass man das grundsätzlich mit in das System integriert und reinbringt und, ich sag mal, auf breitere Füße stellt, als, sag mal, ich jetzt das im Vogtland so
in der stillen Kammer entwickelt hat, sondern dieses System hilft uns nur, wenn wir es rausbringen und wirklich überall integrieren. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, also dazu vielleicht direkt. Also wenn Sie mir sozusagen Ihren Schriftwechsel nochmal schicken, damit ich weiß und nochmal nachvollziehen kann, wo es jetzt hängt, dann kann ich auch versuchen, nochmal dran zu arbeiten, dass das, wo es hängt, sich wieder löst und es weitergeht. Aber zur Sache hätte ich so eine Frage. Also ab welcher Körpertemperatur warnt denn Ihr System? Das geht tatsächlich schon bei Temperaturen ab 37 Grad los. Also es ist so, dass alle Probanden, ich habe jetzt über 50 im System, tatsächlich eine mittlere Körpertemperatur von so 37,6, 37,7, 36,7 haben, also 36,6, 36,7. Und wenn der Körper über einen gewissen Zeitraum dann über die 37 Grad geht, 37,1, 37,0, 37,2, dann sind hier bereits Abwehrreaktionen sichtbar. Da haben wir jetzt auch schon mehrere Beispiele tatsächlich gehabt. Ich habe auch selber auch schon mit Ärzten und so weiter mal grundlegend drüber gesprochen, weil ich natürlich als Ingenieur, da kann ich zwar eine tolle technische Idee haben, aber ich brauche halt natürlich auch irgendwo den medizinischen Hintergrund. Und die haben mir das auch soweit bestätigt. Und es ist aber auch so, dass ich natürlich die Besonderheiten eines jeden Menschen dort berücksichtigen und rausrechnen muss. Also jetzt zu sagen, naja, der hat jetzt 37,1, der kämpft jetzt gegen Virus. So einfach ist die Aussage leider nicht, sondern man muss dann wirklich das Gesamtverhalten des Menschen mit betrachten, ja, was er dort wo wie tut. Und das berücksichtigen die Algorithmen dann, ich sag mal, aus meiner Sicht natürlich aus ingenieurstechnischer Sicht und schlagen hier an der Stelle Alarm. Und das hat bisher mit allen Fällen und Anzeichen, die waren, wirklich sehr gut übereingestimmt. Naja. Also sag mal, damit das breite Akzeptanz findet, glaube ich, das A und O ist, Sie müssen sich einen klinischen Partner suchen und mal eine echte empirische Studie machen, wo das dann sozusagen nach strengen Regeln für klinische Studien alles geprüft wird, um dann wirklich zu beweisen, dass es einen Vorteil macht, weil, sag mal, muss sich ja quasi beweisen, neben einer einmaligen Temperaturmessung, zum Beispiel am Eingang von so einem Pflegeheim oder so, und gegenüber dem eigenen Krankheitsempfinden. Also man sagt so, ab 37,3 weiß der Mensch selbst, dass er Fieber hat, auch wenn er nicht misst. Also dann hat man so eine, das ist schon eine Temperatursteigerung, die vom Menschen durchaus wahrgenommen wird. Insofern ist schon interessant, wenn Sie sagen, dass Sie Veränderungen, sagen wir, im individuellen Temperaturmuster deutlich unterhalb dieser Grenze finden. Das ist schon interessant und das muss halt dann mal einer eine ordentliche Studie zu machen. Ja, und das ist richtig. Da wäre es natürlich gut, wenn diese Studie nicht vom Entwickler ausgeht, sondern von einer neutralen Stelle. Ja? Wenn man dort entsprechend zusammenarbeiten bekommt. Ich habe auch schon mit mehreren an der Stelle gesprochen, die das alle spannend finden und die das auch durchaus gerne tun würden. Natürlich im Moment aus eigenem Antrieb an der Stelle natürlich nichts tun, weil sie mit anderen Dingen verständlicherweise in der aktuellen Situation völlig zu sind. Hier brauche ich einfach Unterstützung, dass das natürlich auch auf eine gewisse Priorisierung gesetzt wird und ich natürlich irgendwo einen offiziellen Auftraggeber habe, der das auch wirklich in Auftrag gibt und dass das nicht unbedingt von mir kommt. Genau, Herr Krause, das werden wir auch angehen. Ich werde nicht mehr mich kundig machen, auch im Forschungsministerium. Ich bin ja auch im Bildungs- und Forschungsausschuss und wir werden mal schauen, inwieweit dort die Möglichkeit besteht, dass wir eine klinische Studie oder mit dem Institut zusammen da was auf einer wissenschaftlich anderen Basis machen können. Das haben wir ja schon besprochen und das sollten wir auf jeden Fall angehen. Ich habe jetzt den Herrn Köhn noch als Wortmeldung. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Köhn, Geschäftsführer von Techniker Vogtland. Wir produzieren in Schöneck Produkte Unterhaltungselektronik, TV-Geräte, Set-Top-Boxen, DAB-Geräte und seit September auch Masken. Ich möchte mal auf das Thema Förderung zukommen. Wir hatten ja eben den Herrn Menkel aus dem Veranstaltungsbereich. Wir haben jetzt auch beim ersten Lockdown gesehen,
dass es zwar Förderungen jetzt für kleine Firmen gab oder auch für die ganz großen, wie die Lufthansa und die ganzen Konzerne, aber wir haben so ein bisschen die Förderung vermisst für die mittelständischen Unternehmen, wie wir sind. Wir fallen leider aus dem Thema KMU raus. Wir haben etwa 1.400 Mitarbeiter und hatten für uns jetzt nur die Werkzeuge an die Hand bekommen, dass wir einen KfW-Kredit haben beantragen können, was wir auch getan haben. Den haben wir aber Gott sei Dank auch nicht gebraucht. Und wir konnten Kurzarbeit anwenden, aber ansonsten war für uns leider kein Fördermittel greifbar, was auf uns ja, was uns zugestanden hätte. Und da ist halt eben auch die Frage, ob denn da auch mal an den Mittelstand gedacht wird und nicht nur an die ganz großen Firmen und oder auch an die kleinen, die sicherlich auch die Hilfen nötig brauchen. Aber das tun wir auch. Helge, sammelst du ruhig nochmal? Okay, dann würde ich würde gleich eine Frage daran anschließen, weil ich die gerade im Chat gestellt bekommen habe und die möchte ich gern auch aus eigenem Antrieb als Kulturpolitikerin weitergeben. Es kam die Frage von einer Reisebüroinhaberin bezüglich dem Unternehmerlohn. Wir haben auch in der Kultur immer wieder gesagt, es wäre gut, wenn es einen Unternehmerlohn geben würde, wenn dieser Unternehmerlohn mit angerechnet werden könnte. Das ist bis jetzt, ich sage mal, in der Novemberhilfe und Dezemberhilfe haben wir es jetzt ein Stück weit gemacht. Ist es denn auch dann in der Überbrückungshilfe 3 mit vorgesehen oder werden wir da gänzlich die Hände heben? Ich weiß, mit der SPD und mit Herrn Scholz war vieles da nicht machbar. Auch mit den Bundesländern war es schwierig in der Verhandlung. Es war auch ein Stück weit manchmal ein Ping-Pong-Spiel zwischen Bundesländern und Bund. Und von daher wäre es aber, glaube ich, doch mal ein Signal auch noch mal an die Reisebüroinhaber oder an die Kulturschaffenden, an die Solo-Selbstständigen, die da doch sehr, sehr lang so First in, Last out Branche sind. Und wenn man diese auch mit unterstützen könnte. Darum gleich noch die Wirtschaftsfrage jetzt von mir. Ja, also ist ja im Grunde genommen so, in der Tat, wir haben einmal die Überbrückungshilfe 3, wo wir jetzt auch sehr großzügig sind, was die Zahl der Mitarbeiter angeht. Wir haben in der Überbrückungshilfe 3 auch extra ein Instrument für Solo-Selbstständige drin, weil die ja auch häufig sehr, sagen wir mal, volatile Einkommenssituationen haben. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganz gute Lösung. Und solange sozusagen diese 200.000-Euro-Grenze, die ja sozusagen nur die Kosten betrifft, während ja das Personal über die Kurzarbeit schon abgedeckt ist, können wir eigentlich weite Teile des Mittelstands mit der Überbrückungshilfe auch ganz gut erreichen. Wenn das nicht reicht, dann ist es in der Tat so, dann haben wir als Instrument die Beteiligungsmöglichkeiten des Staates und die KfW-Kredite für die ganz großen Unternehmen. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also da sehe ich jedenfalls keine beliebig große Lücke dazwischen. Das Thema Unternehmerlohn ist so, wie die Yvonne das sagt, wir hätten das als Unionsfraktion gerne gemacht, eine einfache Hilfe, auch für die Unternehmer mit einer überschaubaren Monatspauschale. Und die SPD hat das nicht gewollt, weil sie gesagt hat, dass der Unternehmerlohn sowas ist wie eine Privilegierung von Hartz IV. Und deshalb das, was mit der SPD zu machen war, war, dass wir gesagt haben, wir machen den Zugang zur Grundsicherung einfacher. Also normalerweise ist es ja so, wenn ich in Hartz IV falle, dann geht dem eine längere Zeit der Arbeitslosigkeit voraus. Und dann muss ich auch erstmal mein Vermögen darlegen, muss das gegebenenfalls auch sich erstmal reduziert haben, muss also von meinem Vermögen leben, bis ich dann irgendwann wirklich im Hartz-IV-Bezug angekommen bin. Und die Idee war, dass man sagt, jetzt in dieser Krise wollen wir die Grundsicherung, also Hartz-IV, auch als Instrument nutzen, um Menschen, die einfach Einkommensausfälle haben, zu unterstützen. Und deshalb haben wir die Anrechnung von Vermögen
und so sehr weitgehend reduziert, dass man quasi, anders als das normalerweise der Fall ist, die Grundsicherung auch für so eine Übergangsphase nutzen kann, wo man sagt, jetzt geht es auch gar nicht drum, mich in eine andere Arbeit zu vermitteln, weil ich arbeitslos geworden bin, sondern ich bin Selbstständiger. Am Ende von Corona wird mein Geschäft auch wieder funktionieren. Aber ich habe einfach gar kein Einkommen mehr und ich will jetzt auch nicht mein ganzes Vermögen aufbrauchen, sondern ich will sozusagen meine Alterssicherung behalten und vieles andere. Und deshalb sozusagen auch quasi die Grundsicherung so ein bisschen als Überbrückungshilfe mit ausgestattet. Das war mit der SPD zu machen. Das ist etwas, was viele Unternehmer, auch viele Künstler strikt ablehnen, weil sie sagen, sie wollen noch nicht die Hartz-IV-Stütze haben. Aber ein eigenes pauschales Instrument, dazu gab es keine Chance, das durchzusetzen, ist mehrfach angesprochen worden. Und insofern ist das das Instrumentarium, was wir jetzt haben, auf das wir da verweisen können. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt den Andreas Hostalger und dann den Florian Lamprecht. Ja, mein Name ist Andreas Hostalger, Vorstand der Volksbank Vogtland, Stahler-Orla. Ich hätte aber jetzt mal kein wirtschaftliches Problem, sondern mir geht es mal eher um meine Kinder. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder, 15 und 12 Jahre. Wie sind denn da so die Gedanken? Wird es dann mit dem Lockdown über den Januar, Februar weiterhin eine schulfreie Zeit geben oder Homeschooling? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Kinder haben da Horror davor. Und die zweite Frage wäre, was haben wir denn aus der Krise gelernt? Wir hatten 2008, 2009 die Schweinegrippe, 2013, 2014 SARS, jetzt die Covid. Also es ist ja 25, 26 dann mit der nächsten zu rechnen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Herr Lamprecht, auch noch. Genau, ne? Wollen Sie gleich bitte einschließen? Florian Lamprecht, mein Name, von der Firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH. Wir sind Großhändler für die Gastronomie und Hotellerie. Und meine Frage bezieht sich nochmal auf die November-Dezember-Hilfe. Und zwar sollte da noch eine Novemberhilfe plus ins Leben gerufen werden für Unternehmer, die bereits die Kleinbeihilfen der jetzigen Stand ausgeschöpft haben. Da wollte ich gerne mal den Stand wissen, wie das ist mit Novemberhilfe plus. Gibt es da konkrete Aussagen zu? Dankeschön. Ja, die letzte Frage kann man sehr einfach beantworten. Wir haben einen Beihilferahmen von der EU gegeben bekommen, dass wer sozusagen den Rahmen ausgeschöpft hat, darf eigentlich keine Förderung mehr bekommen, was ich auch inhaltlich nicht für angemessen finde, weil wenn die EU am Anfang sagt, das ist die Summe, die man kriegen kann, und dann dauert die Krise fort und fort und fort, dann muss man natürlich irgendwann auch sagen, da muss man auch mehr Hilfen geben können. Und deshalb, was diese Novemberhilfe Plus angeht, da hängen wir gerade an der Genehmigung der Europäischen Kommission. Die hat das einfach noch nicht zugestanden. In dem Moment, wo die uns höhere Beträge zugesteht, können wir da unmittelbar auch die Novemberhilfe Plus in Angang bringen. Was das Thema und immer wieder neue Pandemien angeht, muss man sagen, also Corona ist jetzt schon exzeptionell. Die SARS hat ja bis auf ganz wenige Fälle eigentlich China gar nicht verlassen, weil es sehr viel symptomatischer war. Also wer sich mit SARS angesteckt hat, hat das gleich gemerkt und war so schwer krank, der ist auch nirgendwo mehr hingereist. Das Problem an Corona ist ja, dass man mehrere Leute ansteckt, bevor man überhaupt selber merkt, dass man krank ist. Also diese asymptomatische Ansteckung ganz am Beginn, das ist ja das, was die Übertragung von Corona so fisselig macht. Insofern ist das schon eine ganz andere Pandemie. Und die Schweinegrippe hat sich ja auch sehr stark verbreitet, war aber um Längen harmloser als Corona, muss man einfach sagen. So. Und unterm Strich muss man erdgeschichtlich sagen, Pandemien wird es immer wieder geben. Da schlummern noch Millionen unerkannte Viren irgendwo auf dem Erdball. Und
Auch die Tatsache, dass ein bekanntes Virus mutieren kann und plötzlich ganz andere Eigenschaften hat und damit eine Pandemie auslöst, das ist auch etwas, was niemand grundsätzlich von Anfang an vermeiden kann. Also sowas kann grundsätzlich wieder passieren. Das muss man einfach sehen. Das kann einem auch keiner das Gegenteil versprechen. Was man natürlich tun kann, ist sich besser vorbereiten. Ich habe zum Beispiel mich gewundert am Anfang der Pandemie. Wir haben überall Pandemiepläne in den Unternehmen, in den Ländern und auch in den Behörden. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist Pandemie. Gucken wir mal einen Pandemieplan, was jetzt zu tun ist. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, was in den Plänen steht, das ist geeignet für einen regionalen Grippeausbruch, für so eine Grippewelle. Aber das ist nicht wirklich so groß gedacht, dass es eine weltumspannende Pandemie wirklich einem eine Anleitung gibt, wie man damit umgeht. Und deshalb, wie sie gerade ja auch angeklungen ist, Masken- und Schutzausrüstungsproduktion in Deutschland haben, Arzneimittelgrundstoffproduktion zu haben, auch eine, die man hochfahren kann, wenn es ernst wird. Digitale Tools bei den Gesundheitsämtern, die besser vorbereiten, so dass man möglicherweise in einem erneut auftretenden Pandemie sehr, sehr frühzeitig alles sehr niedrig hält. Und in der Gesellschaft muss man, glaube ich, sagen, wir müssen lernen, solche Naturereignisse wirklich ernst zu nehmen. Wir leben ja in einem Land mit einem tollen Gesundheitssystem. Und ein bisschen meine Analyse ist, und das ist ja auch ganz freundlich hier schon angeklungen, wir sind als Deutschland bisher schon ganz gut durch die Pandemie gekommen. Aber das habe ich im September mit mehr Überzeugung gesagt als heute. Weil da sind wir bis dahin nämlich wirklich sehr gut durch die Pandemie gekommen. Und nach September, ein bisschen geblendet davon, dass es im Sommer wirklich so gut gelaufen ist, hat der Anteil in der Bevölkerung, der glaubt, das sei alles harmlos und man müsste sich nicht so drauf einstellen, hat dieser Anteil in der Bevölkerung zugenommen. Und wir sehen auch jetzt, dass dieser Lockdown nicht so wirksam ist von der Reduzierung der Mobilität in der Gesellschaft als der im März. Und das macht es uns so schwer, die Zahlen wieder runterzukriegen. Und wenn ich dann sozusagen die sehe, die jetzt in Urlaub fahren und die sich ohne sich eine Woche einzuigeln, dort größere Familienfeste feiern wollen über Weihnachten. Das sind eben Dinge, die machen es sehr, sehr schwer. Und deshalb, man muss eigentlich am Anfang einer Pandemie und im Sommer, wenn es nicht so dramatisch ist, muss man sehr frühzeitig immer bereit sein, die Zahlen unten zu halten. Wenn die einmal oben sind, was wir dann sozusagen ab November erlebt haben, ist es jetzt im Winter eine unfassbar schwere Aufgabe, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Und das, da war ich sehr traurig. Ich habe am 14. Oktober vor der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, wir haben jetzt die historische Chance zu zeigen, dass es Deutschland besser macht als alle anderen. Aber dann hätten wir sehr einschneidende Maßnahmen nicht erst jetzt am 16. Dezember, sondern hätten wir sie eigentlich schon am 14. Oktober machen müssen. Dann wäre die Aussage, wir machen es wirklich viel schlauer als viele andere, weil wir die Erkenntnisse frühzeitig in Taten umsetzen. Die werden uns dann noch leichter fallen, muss man klar sagen. Insofern, glaube ich, ist jetzt so mein Wunsch an Sie alle, dass Sie ein schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie verleben können. Aber passen Sie vorher und auf Ihre Familie gut auf. Und ansonsten müssen wir noch eine Weile durchhalten in dieser Pandemie. Aber was die Wissenschaft uns geschenkt hat, dafür müssen wir immer dankbar sein, finde ich. Das Erste ist nämlich, dass wir schon Anfang Januar einen Test hatten, wo wir sagen konnten, wer hat sich denn wirklich mit Corona angesteckt. Das ist nicht selbstverständlich. Wenige Tage nach der Sequenzierung des Genoms des Virus, als wir es gerade wenige Wochen kannten. Die Tatsache, dass es heute FFP2-Masken gibt, wo also auch Krankenpflegepersonal Covid-Patienten behandeln kann mit einem guten Schutz, sich selber nicht anzustecken. Und last but not least, made in Germany, der erste regulär zugelassene Impfstoff mit einer 95% Wirksamkeit und das schon
innerhalb eines knappen Jahres. Das ist schon sensationell und das macht jedenfalls meine Hoffnung für 2021 sehr, sehr gut. Aber meine herzliche Bitte ist, dass wir alle jetzt nochmal die nächsten 2, 3 Monate sehr, sehr hart dran arbeiten, dass wir die Zahlen schnell runterkriegen und dann unten halten über den Winter. Das setzt echt voraus, dass alle mitmachen. In dem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten. Vielen herzlichen Dank, lieber Helge Braun, auch für deine abschließenden Worte. Ich würde trotzdem noch mal einmal kurz an die Klinik, Damen und Herren, die hier in der Leitung sind, auch mal schauen, ob es da noch Fragen gibt. Ein, zwei Fragen können wir vielleicht noch abschließend machen. Ich sehe hier Herrn Dr. Schmidt, ich sehe Frau Herrn Junghans, Frau Schicker. Gibt es denn aus den Kliniken, aus unseren Vogtland-Kliniken, gibt es da noch Fragen, gibt es noch Anmerkungen, Hinweise? Bloß, dass es sozusagen, dass Sie die Möglichkeit haben, jetzt auch Ihre Frage loszuwerden. Das möchte ich gern. Darum schaue ich hier mal ganz aktiv rein. Ich muss ab und zu mal Frau Schricker und dann hätte ich noch Herrn, nee, das raus. Herr Dr. Schmidt, haben Sie noch irgendwas? Frau Marquess? Ja, ich höre Sie, Frau Schricker. Ja, ich bin jetzt inzwischen leider im Auto, weil ich nach Chemnitz in die Klinik muss, aufgrund der Krisensitzung. Also die Situation im Vogtland ist sehr angespannt. Die Krankenhäuser helfen sich untereinander. Und meine Frage an Herrn Helge Braun wäre, inwieweit die Krankenhäuser für das Jahr 2021 wirtschaftlich unterstützt werden. Wohl wissend, dass die anderen Unternehmen, die auch wo die Vertreter heute anwesend sind, genau die gleichen Probleme und vielleicht noch größere haben. Aber unser Personal ist unter höchster Anspannung, leisten Großartiges und haben keine Sicherheit für das Jahr 2021. Das schafft zunehmend Unruhe. Ich würde gleich noch an Dr. Schmidt anschließen. Ja, Schmidt, Klinik Obergötsch. Mein Anliegen bezüglich sozusagen der Sicherheit für die kommenden Jahre ist auch dergestalt, dass wir ja nun doch im Rahmen der Neugestaltung der Krankenhauslandschaft immer wieder die Aussagen hören, zum Beispiel vom Herrn Kollegen Busse aus Aachen, dass 600 Kliniken in Deutschland ausreichen würden und die Schwerpunktversorger ausreichen würden, die kleineren Kliniken, die Kreiskliniken zum Beispiel. Wir haben auch 300 Betten und 57 Mitarbeiter, das weiß ich nicht, ob das so sehr klein ist, dass die eigentlich gar nicht mehr benötigt werden würden. Die Pandemie lehrt uns jetzt genau das Gegenteil, aber nicht nur die Pandemie bezüglich Corona, sondern jede Grippewelle zeigt uns das, dass die Kliniken, sagen wir, in der mittleren Größe oder die kleineren Kliniken sehr wohl wichtig sind für die Versorgung der Bevölkerung. Und genau diese Aussagen, die doch gerade im Sommer wieder aufgepoppt sind, haben unsere Mitarbeiter noch immer im Ohr. Und wir müssen uns ja schon Fragen stellen lassen, wie geht's denn jetzt weiter? Sind wir immer noch unnötig? Ist es gar nicht so wichtig, dass wir unsere Arbeit tun? Oder wie sieht's denn aus? Ich meine, ich erwarte eigentlich doch schon, gerade nach dieser Zeit, die wir jetzt so durchgemacht haben, ein relativ klares Bekenntnis von der Politik, dass sie sagt, gut, okay, die, ich sag mal, Kreiskrankenhäuser, ich rede nicht von den Kliniken, die 80 Betten haben oder weniger, darum geht es ja gar nicht, um die reinen Belegkliniken, sondern ein Kreiskrankenhaus in unserer Größe ist schon wichtig, nicht nur für die Pandemie, sondern generell. Wir haben eine Geburtenklinik bei uns, wir haben eine Kinderklinik bei uns und trotzdem fragen wir uns immer, wie soll es denn im Grunde genommen weitergehen? Das auch diese Freihaltepauschalen, die anfangs nur für die Schwerpunktkliniken gezahlt werden sollten im Rahmen der zweiten Welle, war so ein Thema. Jetzt ist es an die Inzidenzen gekoppelt. Im Vogtland sind wir mal drüber, mal drunter. Auch das ist, sagen wir, relativ unglücklich. Müssen wir sehen, wie sich's entwickelt. Aber generell diese, sagen wir, Bereinigung oder diese kalte Bereinigung, so wie es schon über Jahre läuft, der Krankenhauslandschaft, die erfüllt uns zunehmend mit Sorge.
Und wir sehen jetzt, dass wir scheinbar doch gar nicht so unnütz sind. Danke. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass das eine Lehre aus der Pandemie ist, dass wir froh sein können, dass wir so eine breite Infrastruktur haben. Und als wir uns alle am Anfang erschreckt haben, haben gesagt, oh Gott, wie viele werden es wohl werden? Wie viele Intensivkapazitäten haben wir denn? Da kann man nur sehr froh sein, dass wir festgestellt haben, dass wir eine, also auch im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, also ich vergleiche uns jetzt nicht mit Afrika oder so, sondern auch im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern haben wir eine deutlich stärkere intensivmedizinische Infrastruktur und auch deutlich mehr Krankenhausbetten. Und das führt dazu, dass wir in der augenblicklichen Situation eine hohe Belastung haben, aber nicht die gleichen Dinge erleben, wie manche andere Länder das erleben mussten. Das macht mich jedenfalls sehr, sehr dankbar. Und deshalb glaube ich, im Hinblick auf, was lernen wir aus der Pandemie, dass wir eine breite Angebotslandschaft im Gesundheitswesen brauchen, glaube ich, ist wichtig. Worüber wir in dem Zusammenhang auch weiter arbeiten müssen, ist, dass wir ja schon zu normalen Zeiten eine relativ hohe Belastung des Pflegepersonals haben. Das muss auch etwas sein, worüber wir uns nach der Krise nochmal unterhalten. Wir haben ja als Regierung da viel gemacht, von der Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs über die Finanzierung von zusätzlichen Pflegestellen und die Veränderung bei den Pflegegraden. Also es gibt einen breiten Maßnahmenkatalog, aber wir haben es immer noch, im Grunde genommen sieht man, dass nicht die Infrastruktur, sondern das Personal unser Engpass ist, auch in dieser Krise. Und deshalb müssen wir da was machen. Was die Krankenhausfinanzierung angeht, glaube ich, ist klar, wir haben im Frühjahr mit der Freihaltepauschale reagiert, die uns einen hohen Milliardenbetrag gekostet hat. Also da ist sehr viel Geld geflossen und wir haben es auch kombiniert mit der Aussage, dass jeder eine Umsatzgarantie kriegt, bezogen auf das Vorjahr. Also wir haben den Krankenhäusern, glaube ich, sehr, sehr strukturell geholfen. Und wir müssen jetzt mal sehen, fürs Jahr 2021, wie sich die Situation entwickelt. Wenn wir und es ist doch klar, dass wir da auch unsere Krankenhäuser nicht im Stich lassen werden. Aber in einer jetzigen Überlastungssituation ist das, worüber wir reden, weniger das Freihalten von Betten als wirklich das Behandeln von Covid-Patienten. Und deshalb sind die Zusatzvergütungen auch für zusätzliche Kosten, für Schutzausrüstung und so Dinge, die wir gemacht haben, die ich wichtig finde. Und meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, um auch das sozusagen als Positivausblick zu sehen, wenn wir konsequent bleiben und jetzt die ältere Bevölkerung sehr zügig impfen, kann das dazu führen, dass wir vielleicht noch nicht die Infektionsdynamik insgesamt schnell in den Griff kriegen. Aber es kann dazu führen, dass die Belastung im Gesundheitswesen sehr, sehr schnell abnimmt. 85% der Patienten, die aktuell im Krankenhaus versterben, sind über 80 Jahre alt. Das heißt, wenn wir die über 80-Jährigen schon mal flächendeckend impfen würden, hätten wir eine Chance, die Belastung des Gesundheitswesens in etwa, sozusagen jetzt immer gemessen an den Todeszahlen, also normal Krankenhaus im stationären Bereich nicht ganz so, aber der Intensivbereich und die Frage, wie viele Todesfälle wir haben, können wir dadurch alleine schon in so weit über der Hälfte reduzieren. Das wäre schon mal ein großer Gewinn. Okay, ich muss leider weiter. Hat sehr viel Spaß gemacht. Yvonne, dir alles Gute. Dankeschön. Und Ihnen allen schöne Weihnachten. Vielen lieben Dank, Helge Braun, für die Stunde, anderthalbe, die du Zeit hattest, die Fragen beantwortet hast, den Ausblick gegeben hast, auch ein Stück weit das Lessons Learned gegeben hast, was wir aus der Krise auch ein Stück weit noch mitnehmen müssen. Ich glaube, da ist noch viel mehr zu tun, wenn ich in Richtung digitale Bildung und Homeschooling schaue, da müssen wir, glaube ich, auch noch ein Stück weit dazu tun. Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die hier mit dabei waren für die Diskussion
Und ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, dass wir auch ein Stück weit zur Ruhe kommen. Und wünsche mir, dass wir alle auch Botschafter des Impfens sind, weil das gibt uns ein Stück weit auch die Möglichkeit, wieder in die Normalität zurückzukehren, auch für das Impfen zu werben, weil es ja doch die ein oder andere kritische Meinung dazu auch gibt. Aber ich glaube, der Impfstoff, so wie er zur Verfügung steht und auch die Daten, die dahinter sind, die sollten schon so sein, dass wir auch fürs Impfen gut werben können. Das würde mich freuen, wenn wir alle, die hier in der Runde sind, auch die Botschafter des Impfes sind. Helge Braun, vielen Dank. Dir auch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Komm gut zur Ruhe und dass wir nächstes Jahr gut wieder durchstarten können.